Hallo meine Lieben, endlich mache ich meine Verlosung, die ich schon länger geplant hatte. Und ich dachte eigentlich, ich mache sie bei 666 Abonnenten. Habe das auch bei Facebook angekündigt. Den Link werde ich euch auf jeden Fall von meiner Facebook-Seite nochmal in die Infobox schreiben. Das Problem war, in den letzten Tagen ging das so schnell mit den Abonnenten. Ich bin jetzt, glaube ich, schon bei über 800 Abonnenten. Und ja, habe es gar nicht geschafft, so schnell ein Verlosungsvideo zu machen. Und deswegen mache ich das Video jetzt. Ich habe ein paar Produkte gesammelt für euch und habe eine Box erstellt, die ich verlosen werde. Und die sieht so aus. Zeige ich euch direkt mal, was da drin ist. So. Ein paar tolle Produkte. Und ich werde euch auch noch mal einzeln jetzt zeigen, was ich alles verlosen möchte. Und die meisten Produkte sind auch Sachen, die ich benutze, die ich auch oft euch gezeigt habe, weil ich die selber total gerne mag. Ja, und dann fange ich einmal an. Zuerst mal mein allerliebster Lieblingsnagellack, der Being in Heaven von P2. Ich habe davon, glaube ich, auch schon in meinem Favoritenvideo gesprochen und ich liebe ihn. Und ich habe ihn auch extra für euch geswatcht auf diesen beiden Fingern, damit ihr den nochmal angucken könnt. Der ist so geil, wirklich. Das ist so eine schöne Farbe. Und ich habe mir, ich glaube, 5 Backups gekauft oder 4. Auf jeden Fall habe ich, als ich das letzte Mal bei DM war und die gesehen habe, habe ich alle mitgenommen, die die hatten. Und das hier ist der, den ich im Moment benutze. Und ich glaube noch vier Backups habe ich. Und einen davon werde ich abgeben. Also so gütig bin ich mal. So sage ich jetzt mal. Und das nächste Produkt, was ich auch noch verlosen werde, ist ein Lip Balm, den ich selber benutze und über den ich auch schon erzählt habe. Auch in einem Favoritenvideo. Und zwar ist das der I Love Strawberries and Milkshake. Der hier von Douglas. Und ich zeige euch mal meinen, den ich benutze. So sieht der aus. Und der riecht so himmlisch. Wirklich, Leute. Erdbeeren oder... Nee, für mich... eigentlich riecht der für mich nach Himbeere. So süßlich und boah, so richtig geil. Und das ist so... Der hat auch so eine Farbe, also er färbt auch ab, er ist nicht nur durchsichtig. Zeige ich euch mal einen Moment. So, so ein leichtes Rosa einfach, ich liebe das, also wirklich, ich liebe ihn. Und da ist auch ganz schön viel drin. Zwar sind das 15 Milliliter, was schon ziemlich viel ist für einen Lippenbalsam. Und den bekommt ihr halt auch, natürlich auch. Den neuen, nicht meinen, den ich benutze. Das nächste Produkt, was ich auch noch reinlegen werde, wird sein die Kaufmann Haut- und Kindercreme. Die sieht so aus. Und zwar ist das eine super geile Creme für Lippen. Davon werde ich auf jeden Fall noch eine Review machen. Und ich denke mal, das nächste Video wird eine Review sein zu dieser Creme. Die kann man für Lippen benutzen. Die habe ich mir jetzt vor kurzem auch gekauft. Zeige ich euch auch mal. Ich habe die mir jetzt in groß gekauft, weil ich eigentlich wollte ich eine kleine Packung haben auch, weil das reicht aus, weil ich die nur für die Lippen benutze. Aber die hatten die nicht und jetzt habe ich die kleine gefunden, habe mir gedacht, nehme ich die direkt mit und packe euch die auch nochmal dazu in die Box. Und zwar, die sieht so aus, einfach nur eine weiße Creme. Die kann man benutzen für trockene Stellen im Gesicht, aber hauptsächlich benutze ich sie für die Lippen, über Nacht oder auch so mal als Pflege. Sie ist so toll, ich finde, sie riecht so lecker und sie macht die Lippen super geschmeidig. Und ja, ich bin total begeistert von der Creme. Wie gesagt, eine Review kommt nochmal und ich hoffe, ihr freut euch über die Creme auch. So. Die nächsten Produkte habe ich jetzt selbst nicht. Ich fand sie nur so schön und habe mir gedacht, ich nehme die mal mit, aber nicht für mich, sondern für euch. Und zwar sind das einmal zwei Kiko-Nagellacke in den Farben. Zeige ich euch mal. Und zwar ist das die Farbe, die hier ist jetzt die Farbe 359 und die ist die Farbe 360 und ich finde die Farben so geil. Ich finde, für den Sommer jetzt sind die einfach so toll. Der hier zum Beispiel sieht meinem jetzigen Nagellack auch sehr ähnlich. Ich glaube, sogar aufgetragen wird das gleich aussehen. Und der ist halt, geht in die Pastell-Orange-Peach in dem Bereich. Und der, das ist auch im Moment totaler Trend. Und ich habe mir gedacht, die packe ich auch nochmal rein in die Box. Und ihr werdet euch auf jeden Fall freuen daran. Ja, und... das letzte und ich finde das geilste eigentlich, was drin sein wird in der Box, ist eine Lidschattenpalette und zwar von NYX. Und zwar ist das die 03 Caviar and Bubbles Palette.
Und diese Palette ist von der Runway Collection. Ich zeige euch mal die Palette. Sie ist jetzt komplett neu, natürlich unbenutzt. Ich werde sie jetzt nur einmal auspacken und euch zeigen. Natürlich nicht swatchen, tut mir leid. Also ich würde sagen, ihr könnt die Swatches googeln oder so, weil ich möchte sie auf keinen Fall jetzt irgendwie verwenden und dann eine benutzte Palette verlosen, sondern ich möchte sie euch natürlich neu verlosen. Und zwar habe ich die gekauft. Ich glaube, ich kaufe die mir auch nochmal, weil ich die so schön fand. Das sind nur natürliche Farben und ich fand die so geil. Moment, ich zeige euch die mal. Da ist so ein kleiner Pinsel drin. Den tue ich mal raus, damit der nicht rausfällt. So sieht die aus. Ich finde die so geil, weil die wirklich alle natürlichen Nudentöne enthält. Sie hat schimmernde Farben. Schaut euch das mal an. Sie hat schimmernde Farben, sie hat matte Farben und wirklich, die ist so geil. Also damit kann man highlighten zum Beispiel mit den zwei Farben, mit den hier oben eigentlich auch. Also nee, eigentlich eher mit den zwei hier unten, finde ich. Die Farbe finde ich so geil vor allem. Und die, damit kann man auch halt ein Smoky Eye schminken. Eigentlich, ich finde, die ist so ein Allrounder. Ich finde diese Palette so geil. Und ich finde, die passt zu jedem. Die passt zu allen Augenfarben. Ich bin total begeistert mit der Palette und habe mir gedacht, ich nehme die mal mit und werde euch die verlosen. Ja, schaut euch das mal an, wie geil. Die Bedingungen dafür, dass ihr mitmachen könnt, sind, ihr müsst einfach nur Abonnent meines Kanals sein, weil es geht ja darum, dass meine Abonnenten quasi ein Geschenk von mir bekommen und ein Dankeschön quasi dafür, dass ich jetzt so viele Abonnenten bekommen habe. Und ich freue mich total darüber, wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht bei mir und ich bin wirklich begeistert und deswegen sollte das ein Dankeschön sein an meine Abonnenten. Und ihr müsst nur einen Kommentar schreiben mit, ja zum Beispiel, ich möchte gewinnen, ich mache mit. Und ich werde dann innerhalb von 2 Wochen, nach 2 Wochen werde ich, ihr werdet auf jeden Fall alles nochmal in der Infobox lesen können. Und ich werde dann auslosen per random.com. Und zwar ist das so ein... ja, so ein Zufallsverfahren, sodass ich nicht irgendwie irgendjemanden auswähle, so der mir gefällt oder so, sondern einfach nur per Zufall. Und derjenige wird dann das ganze Paket bekommen. Ihr müsst natürlich über 18 sein oder wenn ihr unter 18 seid, brauche ich auf jeden Fall die Einverständniserklärung eurer Eltern, dass ich eure Adresse haben kann, damit ich euch das schicken kann. Es hat einfach rechtliche Hintergründe und den Rest werdet ihr in der Infobox entnehmen, also der Infobox entnehmen können. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber und kommentiert fleißig. Ihr könnt so viel kommentieren, wie ihr wollt, ob jetzt 50 Mal oder einmal, wie ihr möchtet. Und ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Okay, bis zum nächsten Video. Ciao!